zusammen aus unserem Studio, meine Damen und Herren. Mein Name ist Anja Schäfer-Oettinger und unser heutiger Gast ist Herr Harald Seitz, CEO der Karat Bars International, Buchautor, Senator der BWA und General Manager der Karat Bank in Singapur. Herzlich willkommen, Herr Seitz. Sie haben vor 10 Jahren mit dem Thema Gold begonnen. 2011 haben Sie die Karat Bars International gegründet, mit mittlerweile über 100 Millionen Euro Umsatz. Was hat Sie dazu bewegt, Ihren früheren Job aufzugeben und mit dem Thema Gold zu beginnen? Ja, mein beruflicher Hintergrund ist die Finanzbranche. Als 2008 die globale Finanzkrise über uns hereinbrach und wir erfahren haben, wie Investmentbanker das Vermögen von Kleinstanlegern verbrannt haben und wir mit unserem Finanzsystem ja weltweit am Abgrund standen, habe ich mich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen. Und die Steine zu diesem Weg sind aus Gold gemacht? Warum? Ja, richtig. Gold hat eine Historie. Gold gibt es seit über 5000 Jahren und seit 2800 Jahren die Weltwährung. Bis 1971 war der Dollar an das Gold gekoppelt. Heute sind die Fiat-Währungen nur noch ein Papier des Vertrauens. Unser Finanzsystem ist veraltet. Mhm. Währungen, wie wir sie haben, die auf Schulden aufgebaut sind, gehen circa alle 80 Jahre bankrott. Und die Leidtragenden sind immer die Menschen. Seit geraumer Zeit gibt es ja auch die Kryptowährung. Was halten Sie davon? Ja, ich bin sehr froh, dass es die Kryptowährungen und diese Möglichkeit zu bezahlen gibt. Mhm. Im Moment ist noch alles im Aufbau. Kryptowährungen sind eine moderne Art und Weise, bankenunabhängig zu bezahlen, so wie wir es auch mit unserem Gold machen. Das heißt, Sie haben vor, ein goldgedecktes und bankenunabhängiges Zahlungsmittel auf den Markt zu bringen? Nein, was ich vorhabe und auch schon zu 95% umgesetzt habe, ist ein Zahlungs- und Tauschmittel mit integriertem Gold. Also nicht goldgedeckt, sondern reales Gold. Die Idee dahinter ist, Gold ermittelt den realen Wert im Tausch von Waren. So gibt es keine Inflation und keinen Wertverlust mehr. Und der Wert bleibt erhalten. Für die Entwicklung hierfür haben wir in den letzten 5 Jahren 3,5 Millionen investiert. Okay. Und wie soll das funktionieren? Ja, im Jahre 2015 wurde hierfür die Karat Bank in Singapur gegründet, die das ganze Gold verwalten soll in Zukunft. 2017 wurde die Tochtergesellschaft KaratPay gegründet. Über dieses Portal sind sowohl Transaktionen mit Gold möglich, als auch Händler können sich uns anschließen und Gold akzeptieren. Das heißt, die Händler können online Gold akzeptieren? Ja, die Händler können eine Merchant-Anbindung beantragen. Wenn der Kunde auf die Bezahlseite kommt, wo meistens die Kreditkarten sind, mhm, und man mit Kreditkarten zahlen kann, mhm, kann in diesem Moment KaratPay auswählen und damit wird das Ganze umgewandelt in Gold und kann damit bezahlen. Sie sagten, dass es reales Gold ist. Wie kann man das jetzt verstehen? Ja, dazu haben wir unser Cashgold entwickelt. Dies ist ein Papierträger mit integriertem Gold. Cashgold ist physisch einsetzbar und hat insgesamt 14 Sicherheitsmerkmale. Auf dem Gold ist eine forensische Markierung aufgetragen und der Schein ist mit einem UV-Licht versehen. Und auf dem Hologramm hat es weitere 12 Sicherheitsfeatures. Cashgold ist die physische Variante, um Gold in Waren zu tauschen. Das heißt, ich kann mir von meinem KaratPay-Account physisches Gold auszahlen lassen? Richtig. Mhm. So wie wir es gewohnt sind, kann man auch hier in diesem Falle Gold von seinem Konto abheben und sich zusenden lassen. Mhm. Es gibt ja schon viele Zahlungssysteme, die man mit einer App nutzen kann. Wie stehen Sie dazu und plant Ihre Firma, so etwas auch herauszubringen? Wie schon gesagt, wir haben 95% schon umgesetzt und dazu gehört auch unsere App. Im Moment ist die App noch bei der Prüfung bei Google und bei Apple und wird in den nächsten Tagen dann zur Verfügung stehen. Das heißt, mit der App kann man dann auch Gold in Waren tauschen, so wie Sie uns das vorhin so schön erzählt haben. Ja, genau. Das macht alles nochmal viel einfacher. Mhm. Zum Beispiel, wenn Sie in einem Lokal bezahlen wollen,
wird mit einem Scan Ihr E-Wallet-Nummer ermittelt. Das ist so wie eine Kontonummer, die Sie auf der Bank haben. Der Wirt macht Ihre Rechnung fertig und sendet diese auf Ihre App. Sie bestätigen und schon haben Sie mit Gold bezahlt. Das hört sich nach etwas ganz Großem an. Arbeiten Sie schon international und wenn ja, in wie vielen Ländern? Wir sind im Moment mit Karatbar schon in 100 Ländern tätig, mehr als 100 Ländern, mit großem Erfolg. Wie die Kryptowährungen werden wir mehr und mehr akzeptiert. Zum Ersten, weil wir bankenunabhängig arbeiten und zum Zweiten, weil wir physisches Gold einsetzen. Also ich kann Ihre Begeisterung und Ihren Enthusiasmus förmlich spüren. Erlauben Sie mir bitte eine letzte Frage. Was ist Ihr Ziel? Was treibt Sie an, mit so viel Energie voranzugehen? Eigentlich die Menschen. Wir haben das Jahr 2018 im Zeitalter der Globalisierung, der fortgeschrittenen Technologie und des Know-hows. Ich kann nicht nachvollziehen, warum immer noch Menschen auf der Welt an Hunger sterben müssen. Die Erde bietet genügend Ressourcen an, um die Weltbevölkerung von mittlerweile 7 Milliarden Menschen versorgen zu können. Warum die Hälfte der Menschheit hungert, während die andere im Wohlstand versinkt, ist nichts anderes als ein Verteilungsproblem. Gold war in der Geschichte, in der Historie der Menschheit über lange Zeit das wichtigste Tausch- und Zahlungsmittel und weist durch seine Beständigkeit einen starken Symbolcharakter auf. Es ist mir ein großes Anliegen, meinen Teil dazu beizutragen, das Problem des Ungleichgewichts anzugehen. Gold in kleinen Stückelungen als Zahlungs- und Tauschmittel weltweit anzubieten, ist erst der Anfang meines Vorhabens. Ich will mit diesen Gedanken alle erreichen und Ihnen zeigen, dass dieses Leben lebenswert ist. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Herr Seitz. Vielen Dank, dass Sie uns an Ihrer Vision haben teilhaben lassen. Auf Wiedersehen.